Frage ist halt, die wir uns alle immer wieder stellen müssen, egal was wir tun, warum wir es tun und was wir erreichen wollen. Ich glaube, dafür braucht es in erster Linie eine Vision. Eine Vision, die wir bestmöglichst in die Köpfe der Menschen und auch in die Herzen der Menschen reflektieren können, sie begeistern können. Und Begeisterung ist ganz, ganz wichtig, damit wir Menschen gewinnen für eine gemeinsame Sache. Insbesondere wenn es um den jüdisch-muslimischen Dialog geht. Oft schließen wir uns in unserem Handeln und Denken aus und denken uns allzu wenig mit. Manchmal tun wir uns sogar gegenseitig oder lassen wir uns gegenseitig ausspielen. Und ich glaube, die Zeiten sollten endlich vorbei sein. Wir müssen also Räume schaffen, in denen wir uns auf Augenhöhe begegnen, wo wir schätzen lernen, was die anderen mitbringen. Die Erfahrungen, die einen oder anderen schon gemacht haben, die anderen nicht gemacht haben, die Man- und Woman-Power, die anderen haben und die anderen nicht haben. Und wir müssen endlich anfangen, uns einander zu vervollständigen, etwas zu ergänzen. Und dafür brauchen wir eben die Räumlichkeiten und eben auch das Setting. Manchmal ist das eben die Kunst, manchmal ist es die Kultur, aber es sollten die schönen Dinge sein, über die wir anfangen zu reden. Über die Dinge, die uns alle gemeinsam begeistern. Und erst dann können wir vielleicht mal anfangen, über die gemeinsamen Herausforderungen zu reden. Nicht unbedingt die Probleme, die wir miteinander haben, sondern die wir gemeinsam haben und auch nur gemeinsam lösen können. Wenn wir das schaffen, und das ist möglich, dann können wir sehr, sehr viel mehr bewegen, als was wir bis jetzt geschafft haben. Weil wir reden mittlerweile von einer Generation, die hier geboren, hier aufgewachsen ist. Und wenn wir es schaffen, und diese Verpflichtung, denke ich, haben wir alle, werden wir es auch schaffen, für die nach uns Kommenden einen Mehrwert für die Zukunft aufzubauen, gemeinsam zu konstruieren, statt nur vielleicht, was wir bis jetzt gemacht haben, zu konsumieren. Gedenkkultur haben, die sagt never again, und dann aber eine Gleichgültigkeit empfinden, wenn ähnliche, also wenn Völkermorde oder Massenmorde stattfinden. Wenn wir diesen Film gezeigt haben, auch pädagogisch genutzt haben, dann oder syrische Geflüchtete in Workshops hatten oder mit denen nach Sachsenhausen gegangen sind, haben sie diese Vergleiche gemacht? Sie haben gesagt, das erinnert uns an. Dann kann ich doch nicht als Pädagoge so einen Moment, der eigentlich so fruchtbar sein kann und so bedeutsam sein kann, unterbrechen und sagen, stopp. Vergleichen heißt nicht gleichsetzen. Vergleichen heißt, dass man zwei oder drei Phänomene, historisch oder was auch immer, miteinander vergleicht und guckt, ob man aus diesem Vergleich lernen kann, wo es Unterschiede und Übereinstimmungen gibt. Und wie erreichen wir denn Menschen, die eigentlich nicht unbedingt lernen wollen? Was wir sehen jetzt mit unserer aktuellen Ausstellung, dass wir ein sehr viel diverseres, sozusagen bunteres Publikum haben. Also dass wir eben nicht deutsche Geschichte in Integrationskursen den Neudeutschen sozusagen nahebringen, sondern dass wir eigentlich eben mit einem ganz anderen Publikum umgehen. Und für viele dieser Schülerinnen und Schüler liegen diese Erfahrungen viel näher. Der heutige Abend war deshalb wichtig, weil hier das Münchner Forum für Islam einen Raum geschaffen hat, um über gegenwärtige Erinnerungskultur zu sprechen. Das Besondere am MFI ist,
es schafft Standards, es setzt neue Maßstäbe und kreiert Selbstverständlichkeiten. Und zwar, dass wir eine postmigrantische Gesellschaft sind und dass es vollkommen normal ist, dass man auch in einer Moschee sich Gedanken darüber macht, wie man heute an die Vergangenheit erinnert und gedenkt. Es ist natürlich großartig, dass wir in diesem Ort hier zusammensitzen. Juden und Moslems, Nicht-Juden und Deutsche, und gemeinsam über Erinnerungen sprechen. Sowas wäre wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren komplett undenkbar gewesen. In einer Münchner Moschee das gemeinsam zu zelebrieren, das Gedenken zu zelebrieren, hier an Shoah-Opfer zu gedenken, aber auch an Opfer in Syrien zu denken. Und das ist großartig. Und dann nochmal großes Dank an dich, Erkan und Anita, diese Leute hier zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist auch was, auf was wir stolz sein können und auf was wir aufbauen können und nicht immer nur diesen Leuten den Raum zu geben, die auszugrenzen versuchen, sondern die Leute darin zu bestärken, die uns hier zusammenzubringen. Der Dialog muss auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen stattfinden, nicht nur jetzt auf der theologischen Ebene, sondern auch unter den Community-Mitgliedern, unter Jugendlichen. Es muss auch vielfältig sein, es muss nicht nur über Religion sein, auch über Probleme, die die beiden Communities in dieser Gesellschaft haben. Da gibt es auch einiges, was die beiden gemeinsam anpacken können. Was bedeutet dieser Zusammenschluss von jüdisch-muslimischen AktivistInnen in diesem Kontext? Was macht es mit euch? Ich weiß nicht, ob das das erste Mal war vielleicht in dieser Art und Form. Und brauchen wir mehr solche Art Allianzen oder kämpfen wir lieber alleine in unseren respektiven Communities? I have your back, so wenn man sich gegenseitig stützt, hat man natürlich mehr Möglichkeiten, mehr Power, da irgendwie auch einen Diskurs anzuregen. Und ich stelle mir das immer so vor wie so eine Brücke, so an den, also die marginalisierten Stimmen, so an den Rändern der Communities, die dann so eine Brücke über die Communities schlagen, wie so ein Regenbogen, und dann den Diskurs und die Weisheit schön drüber herabrieseln lassen. Sehr schön, so. Ich hatte also einen ganz Regenbogen auf Hebräisch. Ah, das hast du gar nicht gesagt. Jedes Gespräch, jede Dialogveranstaltung ist ein Backstein in eine Brücke zwischen das Islam und zwischen das Judentum, zwischen Muslime und zwischen Juden. Und deswegen ist es, was heute stattgefunden ist, und jedes Gespräch und jede Veranstaltung ist sehr wichtig, weil wir müssen weiterarbeiten, eine Brücke zueinander zu bauen. Dann tue ich sofort, meine Baklava dir zu schenken. Nein. Ja, ich sag's dir warum. Also ganz egoistische Gründe. Also erstens, du hast eine bessere Figur dafür als ich. Und zweitens, ich weiß nicht, ob es koscher ist. Ah, okay. Ich danke. Ja. Ich danke. Ich nehme es einfach. Ja, falls es irgendwann, falls Ihr Name irgendwann nochmal aufkommt, werde ich allen Menschen in 10 Jahren noch erzählen, die haben mir als Zeichen des Brückenbauens, ne? Ja. So. Warum ist muslimisch-jüdischer Dialog wichtig? Weil uns so viel miteinander verbindet, jetzt sowohl auf LGBTQI-bezogene Themen als auch außerhalb davon, und uns verbinden dieselben Probleme und dadurch auch ähnliche Lösungsansätze, die man übernehmen kann. Und auch theologisch, traditionell gibt es super viele Gemeinsamkeiten, dementsprechend geht man an viele Dinge gleich ran, sowohl an die Probleme als auch an die Lösungen. Genau. Die Ähnlichkeiten sind ohne Ende. Ja. Auf einmal findet ein Austausch statt, der nicht geplant war. Und das ist das Spannende. Und diese Räumlichkeiten müssen wir schaffen. Die Räumlichkeiten und die Überraschung. Über etwas Schönes Menschen zusammenzubringen, die dann es ermöglicht, den anderen auch wieder als Mensch wahrzunehmen und nicht als eine politische Idee oder als ein Problem oder irgendeine Nachricht. Einfach mal wieder auf das Menschsein herunterbrechen, und ich glaube, da können wir so viel schaffen, und dafür müssen wir uns vielleicht mal selbst die Chance geben und dem anderen die Chance geben, uns mal wieder zu überraschen.
Ich freue mich, dass es jetzt Räume geschaffen werden, in denen MuslimInnen und Jüdinnen und Juden zusammenkommen und diese Vorurteile über diese Begegnungen abbauen können und in Dialog treten. Und ich glaube, wir können sehr gut zusammenarbeiten und weiterhin sehr viele Vorurteile abbauen, sodass unsere Kinder in einer ganz anderen Gesellschaft aufwachsen, als wir es gemacht haben. Ich glaube, dass wir mit diesem Panel genau die Probleme davon ansprechen können, was wir als deutsche Juden oder als jüdische Deutsche oder als deutsche Muslime oder muslimische Deutsche, wie man das auch nennen mag, ja, heute in unserer Gesellschaft zu betrachten haben. Und zwar, dass es in beiden Kulturen, sowohl in der jüdischen als auch in der muslimischen, in einem Land, in einem sehr, sehr, sagen wir, progressiven und modernen Land wie Deutschland, es wohl doch Probleme gibt und es wohl doch Themen gibt, über die man sprechen kann. Und deswegen glaube ich, dass das Besondere daran ist, dass wir darüber sprechen. Wir, die neuen Deutschen, kann man sagen, so sehen wir Deutsche heute aus, so mit einem jüdischen Background, mit einem muslimischen Background, mit irakischen Wurzeln, mit russischen Wurzeln, mit, keine Ahnung, italienischen Wurzeln, so sehen wir aus und wir reden trotzdem über die Probleme, die sie schon über mehrere Jahre wahrscheinlich und Jahrhunderte mit einherziehen. Und ich glaube, das macht diesen Dialog so besonders, dass einfach eine neue Generation mit ganz neuen Ansichten und ganz neuen Möglichkeiten diesen Dialog führen kann für, so gesehen, immer noch traditionsbewusst für ihre Kultur, aber in einem modernen Maßstab. Ich glaube, die jüdisch-muslimische Zusammenarbeit ist aus zwei Gründen notwendig. Eins ist, dass die Anschläge von Halle und Hanau deutlich gemacht haben, dass es entweder eine Zukunft gibt für beide oder für keinen von beiden. Und das Zweite ist, dass Juden und Muslime heute in dieser Gesellschaft, wie sie jetzt gerade existiert, so weit auseinander positioniert werden wie kaum zwei andere Minderheiten. Die Juden, die werden bedroht von den Muslimen, die Muslimen, die haben ein Problem mit den Juden. Das ist die Art und Weise, wie in der Gesellschaft das erzählt wird. Ich glaube, schon allein im Sinne einer Gesellschaft, die nicht mehr über dieses Zentrum funktioniert, sondern über eine radikale Vielfalt, ist es wichtig, diese Erzählung zu brechen. Es ist wichtig, eine Gegenerzählung zu machen. Es ist wichtig zu sagen, es gibt keine deutsche, es gibt eine jüdisch-muslimische Leitkultur. Und wenn es sie nicht gibt, dann müssen wir sie erfinden. Dann müssen wir sie in die Welt holen und müssen sagen, das ist die einzige Chance, die wir haben, weil wir als Minderheiten alleine immer verlieren müssen und immer verlieren werden. Und deswegen müssen wir zusammenarbeiten. Und da ist das Theater genau der Ort, an dem diese Art von Verbindung möglich wird. Denn vielleicht ist Kunst genau das, die unwahrscheinlichsten Dinge zusammenzufügen und zu gucken, auf welche Weise entsteht dadurch etwas Neues.